Herzlich willkommen bei Bildner TV. Siri wird von Version zu Version cleverer. Über die Spracheingabe an einem iPhone oder iPad sind nun unglaubliche Dinge möglich. In diesem Video lernt ihr die ganze Bandbreite von Siri unter iOS kennen. Viel Spaß! Hallo, ich bin der Anton und habe mein neues iPad Pro mitgebracht. Und ich heiße Simone und Anton, ich habe gleich eine Frage an dich. Wie nutzt du denn Siri am effektivsten am iPad? Ja nun, iPad und Siri, das ist sozusagen ein Traumpaar. Wichtig ist natürlich zuallererst, dass man Siri mal aktiviert. Und zum Aktivieren gehören eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, dass man so wie hier jetzt am Bildschirm in die Einstellungen geht, zu Siri und Suchen geht und dort Siri aktiviert. Das will er nochmal bestätigt haben. Und das habe ich jetzt getan. Und die zweite Komponente, die jetzt hier unsichtbar ist, Siri benötigt, damit es vernünftig arbeitet, eine gute Internetleitung. Das heißt, es muss über WLAN oder über das Zellularnetzwerk verbunden sein. Ist die Geschwindigkeit langsam oder fragil, dann gibt es natürlich Schwierigkeiten, was die Erkennungsqualität von Siri angeht. Also das muss in jedem Fall als vernünftige Vorbedingung existieren. Aber jetzt kann es also so richtig losgehen und bei diesem iPad muss ich also die obere Taste drücken, um einen Siri-Befehl zu starten. Und hier, Simone, ist es halt wichtig, dass ich klare deutsche Fragen formuliere, damit Siri das auch vernünftig interpretieren kann und die Antworten präsentieren kann. Ich zeige dir einfach mal ein paar Beispiele, damit du siehst, wie ich da an die Aufgabenstellung herangehe. Wie alt ist Angela Merkel? Und du siehst, in Sekundenbruchteilen wird also hier die Antwort präsentiert. Es gibt verschiedene Quellen, auf die Siri zugreift. Diese Information hier wird aus Wikipedia eingestreut und hier werden also die wichtigsten Informationen auf dem Display dargestellt. Ich kann aber auch natürlich über die Hyperlinks am unteren Rand noch dediziert weitere Informationen mir zu Angela Merkel holen. Aber auch solche Dinge sind natürlich möglich. Wie ist das Wetter heute in Madrid? Du siehst also, dass ich halt die Fragestellung klar formulieren muss, damit Siri die Syntax erkennt und unterscheiden kann, was will ich, also in dem Fall die Wetterinformation, und aus welchem Ort soll die Wetterinformation mir zur Verfügung gestellt werden. Und in dem Fall also die Werte aus Madrid. Und vielleicht liegt es also, wie ich gerade eingangs schon erwähnte, vielleicht eben an der Internetleitung, die nicht gut war, oder dass eben die Fragestellung ein bisschen schwierig war. Ein letztes noch, natürlich kann ich auch mit Siri auf Informationen zugreifen, die sich auf dem Gerät befinden, wie zum Beispiel, öffne Safari. Und du siehst also, wenn er die App Safari auf dem Gerät installiert hat, was im Regelfall der Fall ist, kann ich also über Siri sehr einfach diese Funktionalität ausüben und den Safari-Browser auf dem Gerät also starten. Du siehst, Siri ist also eine sehr effektive und zeitsparende Funktion. Das sind ja tolle Dinge, aber kann ich vielleicht auch das Tippen abkürzen, indem ich Siri benutze? Auch dazu hat Siri eine Zusatz- oder Unterfunktion, nämlich die Diktierfunktion. In der Tat, notwendig ist natürlich wieder eine bestehende und funktionierende Internetleitung und die Diktierfunktion ihrerseits muss aktiviert werden. Das tut man wiederum in den Einstellungen bei Allgemein. Ich zeige es also hier direkt auf einem iPad, funktioniert aber auf einem iPhone genauso. Dann zu Tastatur und dann ganz unten findet man die Diktierfunktion, die noch einmal beim Einschalten zu bestätigen ist. Das war's. Jetzt kann ich also die Diktierfunktion in jeder App nutzen, die ich auf meinem iPhone oder auch iPad installiert habe. Ich habe also hier mal die Notizen-App geöffnet und habe also jetzt angetippt, um darunter dann die Tastatur zu bekommen. Und du siehst, hier unten habe ich neben der regulären Tastatur auch die Diktierfunktion bereits drin, weil diese aktiviert wurde und weil eine Internetleitung besteht. Wollen wir es mal ausprobieren? Ja, ja, aber gerne. Das heißt, ich tippe jetzt auf das Symbol und spreche dann den Text ein. Und wenn du aufpasst, wirst du merken, dass ich auch Satzzeichen und ähnliche Dinge mit einspreche.
Hallo Peter, Komma, neuer Absatz. Leider konnte ich dich heute nicht zurückrufen. Punkt. Mein Auto ist kaputt. Punkt. Neuer Absatz. Ich musste es in die Werkstatt bringen. Punkt. Neuer Absatz. Aber ich werde es morgen noch einmal versuchen. Punkt. Neuer Absatz. Liebe Grüße, Komma, dein Anton. Punkt. Das ist ja toll. Die Sonderzeichen und das alles, weißt du das auswendig? Kann man das nachlesen? Ja, richtig. Ich habe ein Buch zu iOS 12 am iPhone und am iPad verfasst und dort gibt es eine mehrseitige Tabelle, wo all diese Spezial- und Sonderzeichen erklärt sind, wie sie auszusprechen sind, sodass die Diktierfunktion, die ein Bestandteil von Siri ist, das vernünftig im Dokument umsetzen kann. Kleiner Tipp übrigens noch, ich kenne viele Leute, die mit ihrem iPhone über Nachrichten oder WhatsApp Informationen versenden. Auch dort kann man natürlich die Diktierfunktion gewinnbringend einsetzen. Ich habe gehört, dass Siri im Zusammenhang jetzt Kurzbefehle kann. Was kann ich darunter verstehen? Das ist eine extrem nützliche Funktion, die noch im Anfangsstadium ist, aber bereits für jeden Anwender sinnvolle Möglichkeiten anbietet. Ich möchte das mal am Beispiel der DB Navigator App auf dem iPhone zeigen. Wenn wir also jetzt diese App gestartet haben, kann ich ja hier einen Startort eingeben, wie vielleicht Passau, und wähle dort den Hauptbahnhof aus und möchte von Passau als Zielort nach München gelangen. So, dann kann ich für die jetzige Tageszeit mir die entsprechenden Verbindungen suchen. Und schau Simone, wenn du an das untere Ende vom Display schaust, siehst du, dass dort steht, zu Siri hinzufügen. Und genau das tue ich jetzt. Ich erzeuge jetzt einen Siri-Kurzbefehl. Das ist der Fachausdruck dafür. Das heißt, stell dir Folgendes vor. Du hast die Verbindungen jetzt gesehen für die Verbindungszeit von Passau nach München. Aber vielleicht möchtest du einen anderen Tag zu einer völlig anderen Zeit eben auch von Passau nach München reisen. Da müsstest du ja in der DB Navigator App wieder alle Parameter eingeben. Über diesen Kurzbefehl kannst du dir diese ganze Zwischeneingabe sparen. Was ich jetzt abschließend noch tun muss, ist, ich muss einen Befehl einsprechen in das Gerät, sodass er in Zukunft über diesen Sprachbefehl dann diesen Automatismus ausrollt. Das heißt, ich tippe also jetzt dann auf das Aufnahmesymbol und spreche also einen Befehl ein. Zug nach München. Okay, jetzt hat er also diesen Siri-Kurzbefehl mit dem Begriff Zug nach München gespeichert. Über Fertig quittiere ich jetzt die Erstellung des Siri-Kurzbefehls. Und jetzt kann ich in Zukunft immer Siri aufrufen und eben diesen Befehl einsprechen. Zug nach München. DB Navigator sagt, die nächste Verbindung von Passau Hauptbahnhof nach München Hauptbahnhof startet um 17.19 Uhr von Gleis 6. Und diesen Befehl kannst du also jetzt zu jeder Tages- und Nachtzeit aufrufen und im Hintergrund wird die Navigator-App aktiviert und es wird der Start- und Endbahnhof eingetragen und aufgrund der aktuellen Uhrzeit werden die also sofort diese Funktionen präsentiert. Das sind ja ungeahnte Möglichkeiten für Pendler zum Beispiel. Absolut, absolut. Man könnte dann natürlich ähnliche Funktionen noch machen, zum Beispiel für eine Autofahrt. Dann weiß Siri natürlich auch, dass unterwegs vielleicht Schwierigkeiten gibt auf der Strecke, programmiert dann auch die Endankunftszeit korrekt, also vielfältigste Möglichkeiten. Und auch das ist möglich, dass man eine komplette Kaskade von Befehlen macht. Also man könnte beispielsweise definieren und programmieren, dass man sagt, ich möchte nach Hause fahren und wenn ich zu Hause ankomme, soll er gleich dieses und jenes Licht anschalten und am Fernseher diese oder jene Sendung gleich aktivieren. Dazu gibt es die kostenlose Kurzbefehle-App im App Store, mit der solche Befehlskaskaden möglich sind. Ich hoffe, du hast gesehen, über Siri, die Diktierfunktion und über die Siri-Kurzbefehle ist allerhand möglich mittlerweile. Ich glaube, ich werde sie jetzt öfter nutzen, die Siri. Hat euch das Video gefallen? So hinterlasst uns doch ein positives Feedback. Bleibt dran bei Bildner TV. Ciao!